Liebe Leute und herzlich willkommen zu Folge 2 des Oster-Events. Ich habe in der letzten Folge noch einiges vergessen, das hole ich jetzt einfach nach. Und ich habe gerade schon gesehen, guck mal, die kleine Schwester von Eugen ist da. Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Euphemia, genau. Ja, die erzählt Sachen über die Sternbilder und sowas, weil die eine Astrologika drin ist. Astrologie? Das ist Astrologie, ne? Wenn man Sterne anguckt. Ja. Darüber hat sie auf jeden Fall einiges erzählt. Und sie hat mir auch ein DIY-Projekt gegeben, nämlich den Sternenstab. Den wollte ich natürlich mit euch zusammen erlernen. Oh, wow, ich weiß jetzt, wie ein Sternenstab geht. Und der Jay hat mich da schon ein bisschen gespoilert, weil er hat den auch schon irgendwie bekommen. Und man braucht einen riesen Sternsplitter dafür. Wo kriegt man den denn her? Beziehungsweise, wie macht man den? Ein Sternsplitter hätte ich. Auf jeden Fall kann man sich damit anscheinend überall umziehen, wenn man will. Ist ganz witzig. Aber großen Sternsplitter, kein Plan, weder wo oder was man den herbekommt. So, ansonsten hat mir der Guido gerade noch ein Geschenk gegeben für den Lutz, weil er sich da wohl irgendwas geliehen hat. Das geben wir auch nochmal ganz kurz zurück. Hier, da ist der Guido. Schön am Angeln. Wollen wir ihn nicht weiter stören. Ich hoffe, der Lutz ist zu Hause. Sieht gut aus. Hallöchen, Lutz. Oh, bei dir sieht er inzwischen auch besser aus. Guck mal, da ist sogar der, wie heißt denn der nochmal? Gibbel, Glibbel, Schlüpfelfisch. Irgendwas mit G. Wie ist denn der nochmal? Den habe ich so häufig gefangen. Irgendwas mit G aber, glaube ich. Den habe ich hier nämlich geschenkt und das hat er den hier ausgestellt. Voll süß. Ja, hi, guck mal, deine Lieferung ist da. Vom Guido. Ach, ich hatte Guido etwas geliehen? Hatte ich total vergessen. Ist er sogar verpackt? Haha. Für so einen Service gibt es Applaus von mir. Danke, Lutz, danke. Ich habe zu danken. Richtig, Dio, mein Dank aus. Oh, er hat hier sogar meinen Teil hingepackt. Da. Dieses Zuhältergewand, das habe ich ihm auch geschenkt gehabt. Hat er sehr schnell wieder ausgezogen, aber er hat es immerhin wieder in sein Zuhause gepackt. Und hier, den Kartonhocker hat er hier auch drin. Geil, ey. Alles, was er ihm schenkt. Ich glaube, ich habe ihm sogar mein Bett geschenkt. Ich glaube, das ist auch von mir. Alles von mir hier. Sein ganzes Haus ist von mir eingerichtet. Guck mal, er mag seine Musik voll gerne. Das ist alles so süß. Ich mag Lutz. Lutz und Guido sind meine absoluten Favorite Bewohner auf meiner Insel. Apropos Bewohner, was ich auch noch vergessen hatte, ist ja, dass wir einen Campingplatz haben. Den habe ich erstmal noch ein bisschen anders eingerichtet. Habt ihr, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Hier mit zwei Bänken und zwei Lagerfeuern, warum auch immer. Und die Hightech-Anlage ist ja halt auch noch. Ja, Nadine, was willst du mit deinen Flöhen? Guck mal, was ich beim Ausmisten so alles findet. Alte Punkrock-CDs, Nietenarmbändchen, Waschstuhlanleitungen. Oh, apropos, kannst du nicht zufällig eine Anleitung für einen Häschentag-Rucksack gebrauchen? Doch, gib her! Oh ja, ich krieg wieder was Neues für den Häschentag. Wie viel wird denn so ein Häschentag-Rucksack kosten? Kann ich sogar herstellen. Machen wir gleich, machen wir gleich. Das wird richtig knorke. Erstmal schauen wir, wer in unserem Zelt drinnen ist. Beziehungsweise, ich weiß es schon, das ist so eine fies gelaute Maus, die aber eigentlich ganz nett ist. Der Charlie. Guck, er kann auch nett sein. Lass mal hören, habe ich die Rolle als neuester Inselbewohner bekommen? Der ist wohl irgendwie ein Schauspieler oder sowas. Und denkt, er ist der Allergeilste. Ja. Deswegen hat er, glaube ich, auch so ein... Oh, sein Smoking ist ja richtig cool. Ich mag sein Smoking. Er guckt ein bisschen fies und ist wohl auch irgendwie eine Art Maus oder Ratte. Sein Schwanz ist auf jeden Fall ziemlich lang. Aber guck mal, wenn man rausgeht, dann... Ist auch ganz nett. Ich habe schon mein Hausbaukit von dem Nook bekommen. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo der gute Mortimer Maus hin soll. Charlie ist denn der Charlie. Am liebsten hätte ich ihn einfach hier, wo auch die anderen Leute sind. Oder einfach neben Nadine. Neben Nadine finde ich das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Also jetzt nicht hier, wo der Wald ist. Das ist wirklich ein richtig krasser Wald. Sondern hier irgendwie. Oder? Bei den ganzen Taranteln. Damit hier vorne auch mal mehr los ist. Wenn das dann am Ende doch nicht gefällt, dann kann man es ja auch noch umändern. Und ich muss nicht mal was machen dafür. Nee, schon verkauft. Man musste nur die ersten drei Häuser einrichten. Der Rest macht alles der Nook. Apropos, wir können ja dann nochmal mit dem Nook sprechen. Na, alles Watcher in Kambodscha. Hast du den Hausplatz gefunden? Ja klar, hab den perfekten Ort. Ach, das ist doch schön. Ich kümmere mich um alles. Glückliche Kundschaft und rasante Geschäftserweiterung. Zwei meiner liebsten Dinge auf der Welt. Ach, bei dem Thema. Also eigentlich ist es ja Mumpitz, wie wir die Sachen angegangen sind. Den Hausbau auf den allerletzten Drücker zu legen, so plant doch ein Dilettant. Doch ich habe da die rettende Idee. Eine bessere Infrastruktur muss her. Ab sofort sollten wir im Vorfeld Grundstücke für Häuser reservieren, gleich mit Direktvermittlung. Ich würde zwar eine bescheidene Gebühr berechnen, würde dir für die Vermittlung aber auch Meilen zahlen.
Warum denn nur Meilen? Kannst du mir nicht auch Sternis geben? Wie wär's damit? Er gibt seine eigene Währung raus, diese blöden Meilen, aber behält das Geld, das er überall auf der Welt nutzen kann, für sich selber. Komisches Geschäftsmodell, aber ich steig drauf ein. Geil, ja, bitte. Bitte gib mir Meilen. Dann lass uns ein paar Grundstücke verkaufen. 10.000 Sternis? Das ist ja easy. Klar, 10.000 für ein weiteres Grundstück. Lass machen. Und das kommt dann links von Nadine. Ja. Ich hoffe, sie mag Nachbarn. Oh, jetzt sind ja meine schönen Bäume weg. Da waren, glaube ich... Nee, sind sie doch nicht. Okay. Ich glaube nämlich, diese beiden Bäume hier vorne sind... Birnbäume. Hier ist aber auch voll der Wald. Das muss dringend mal weg hier. Keine Ahnung. Ich habe hier all meine Bäume hin verfrachtet, die bei meinem eigenen Haus zu nervig waren. Wir sind jetzt hier unten. Okay, so, dann haben wir zwei neue Häuser. Das dauert wahrscheinlich auch wieder 2 Tage, bis das fertig ist. Und wir stellen mal den komischen Rucksack her. Der kostet ja auch fast nichts. Ich habe so wenig Felsglückseier. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal auf eine andere Insel gehen, weil die Pia hat mir schon gesagt, da soll's noch mehr Glückseier geben, vor allem in diesen Stein und sowas, als auf meiner eigenen Insel. Ach genau, ich habe noch hier das Wasserei-Outfit bekommen. Ich glaube, man muss immer so 16 Eier jeweils finden von jeder Sorte und dann kriegt man da immer so ein Dreier-Outfit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, muss man die auch herstellen, damit man alles mal hergestellt hat? Man soll ja irgendwie alles herstellen, damit er einen was geben kann. Irgendwas so richtig krasses. Na, wie sieht denn der coole Rucksack aus? Passend zu unserem Outfit auf jeden Fall. Den behalte ich gleich an. Ja. So, wir werden jetzt auch mal unsere Rüben verkaufen. Davon habe ich ja so 1450 Stück. Mein Preis auf meiner Insel ist zwar auch in Ordnung mit den knapp 170 pro Rübe, aber es gibt halt Inseln, da sind die einfach über 400 oder 600 und es gibt den Animal Crossing New Horizons Discord Server und da bieten übelst viele Leute ihre Rüben an. Unter anderem zum Beispiel die Mia. Und zu der werde ich jetzt hingehen und da meine Rüben verkaufen. Das läuft dann meistens so ab, dass die Leute halt ihren Rübenpreis reinschreiben und dann dazu sagen, entweder ob sie überhaupt irgendwas haben wollen oder ob sie halt ein Trinkgeld irgendwie haben wollen. Oder aber es gibt auch Leute, die sagen dann, ja, wenn du auf meine Insel kommst, dann sollst du mir 400.000 Sternis geben für einen Trip und so. Und ganz viele wollen auch diese Meilentickets haben und das ist jetzt auch der Fall bei der Mia. Die hat nämlich, glaube ich, so einen Preis von über 400 pro Rübe und will dafür nur ein Meilenticket habe und das fand ich sehr fair, deswegen habe ich sie mir auserkoren, um meine Rüben zu bekommen. Alles klar, guck, da ist sie wieder. Jetzt gebe ich ihr mein Meilenticket. Wehe, sie schickt mich weg. Oh nein, ich muss schnell meine Sachen verkaufen. Wenn sie jetzt einfach die Insel schließt, dann ist nämlich alles kacke. Und wir müssen uns auch beeilen, weil das ist hier knallhartes Geschäft, Leute. Knallhart, diese Animal Crossing Community. Und vor allem mit den Rüben. 581 Sternis pro Rübe. Und, oh wow, ich habe ja alle Rüben dabei. Lass mal alles verkaufen. Alle verkaufen, dann wird nämlich, glaube ich, auch gespeichert. Oh, da ist ja einiges dabei. Ja, 842.000 Sternis. Ist das in Ordnung? Klar ist das in Ordnung. Und das alles nur für ein Meilenticket. Not bad, not bad at all. Ansonsten hat die auch keinen Stuff, den ich haben will, von daher kann ich einfach gehen. Na, guck mal, die hat noch nicht mal ihre Schneiderei hier fertig. Also die ist auch noch am Anfang. Das heißt, die wird sich auch über jedes Meilenticket freuen. Die hat ja den Biber! Die hat das Angel-Event. That's mega funny. Aber ich verdufte wieder. Sag doch kurz Tschüss. Ja, sie sagt auch Tschüss. Voll nett. Okay, die war ja super nett. Und vor allem bin ich jetzt endlich meine Rüben los. Und das Allerbeste daran ist, ich kann jetzt endlich meine Brücke hier abbezahlen. Ja, ich habe schon was gespendet. 150.000 fehlen noch. Ja, easy. Sind jetzt keine 3 Millionen wie bei Zombie oder 80 Milliarden wie bei Ungespielt. Aber für ein Meilenticket passt das schon. So, dann ist die Brücke nämlich morgen auch fertig. Ja, sieht ein bisschen lächerlich aus in meinem Gewand, aber das ist in Ordnung. Na gut, egal. Lass mal so ein Meilenticket kaufen. Dann finden wir hoffentlich eine schöne Meileninsel. Ich habe neulich eine Meileninsel gefunden. Da waren so 5 Steine in der Mitte. Und alle Steine auf dieser Insel waren Geldsteine. Das heißt, aus jedem Stein hatte man 16.000, also ein bisschen mehr als 16.000, aber so ungefähr 16.000 Sternis bekommen. Das war ganz schön nice. 80.000 Sternis für eine so eine Insel, für ein Meilenticket. War nicht so bad. Mal gucken, was wir heute bekommen. Oh ja, eine Bambusinsel! Ich liebe dich, Udo! Du bist der Allergeilste! Endlich Bambus! Nachdem ich ja nach meiner ersten Bambusinsel
mein ganzen Bambus, meine ganzen fucking Bambussprossen dem Jay gegeben hat und der die einfach bei sich eingepflanzt hat und mir nie wieder was davon wiedergegeben hat, kriege ich jetzt endlich mal wieder Bambus. Alles fällt. Ich liebe diese Insel. Der Blödmann hat mir wirklich nur eine Bambussprosse gegeben und ich hatte ihn 5 aus Versehen geschickt, obwohl ich ihm nur eine schicken wollte. Also habe ich das genau mit ihm umgedreht, wie ich das eigentlich haben wollte. Und ich muss jetzt hier auf meine einen Bambussprosse rumsitzen und warten. Nein, als ob meine Axt kaputt geht. Und warten, dass da irgendwas Cooles passiert. Scheiße. Und er hat überall Bambus. Kacke. Oh, hier ist noch ein anderer Typ. Hallo. Die Silke. Bist du ein Panda? Du bist ein Panda. Haben wir nicht schon einen Panda? Ja, wir haben einen Panda. Nee, das ist ein Koala. Ein Koala-la-la-la-la ist das. Meine Heimat ist ja ganz nett, aber irgendwas fehlt mir. Dann zieh doch zu mir, du blauer Panda. Oh, das ist ein toller Vorschlag. Mal gucken. Ja, ich werde das bestimmt machen. Alles klar. Also wird als nächstes wohl die Silke bei uns einziehen. Ich sollte vielleicht nicht jede erstbeste Person ansprechen, weil sonst treffe ich irgendwann gar keine Katze mehr und ich will auf jeden Fall noch eine Katze auf meiner Insel haben. Kann man mit dieser anderen Axt vielleicht auch was Cooles machen? Oder was kommt da noch raus? Bambus. Achso, man kriegt den Bambus auch so? Ja gut, das hätte mir mal vorher jemand sagen sollen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man muss die tatsächlich fällen. Ist gar nicht so. Denn Leute, ganz wichtig ist dieser Frühlingsbambus. Den gibt es anscheinend auch nur jetzt im Frühling. Deswegen heißt er ja auch so. Und den braucht man für mega viele Sachen. Ich zeige euch später für was. Erstmal müssen wir jetzt ganz viel hacken, hacken, hacken. Okay, jetzt weiß ich auch, was die Pia meint. Dass in den Steinen auf diesen Meileninseln... Oh nein, meine Tasche ist voll. Viel mehr Eier drin sind. Guckt euch das an. 4 Glückseier. 4 Felsglückseier, die es halt nur begrenzt gibt auf der einzigen Insel. Und ein Golderz. So, aber dabei belassen wir es nicht, dass wir die hier alle abgeerntet haben und auch die ganzen Steine kaputt gemacht haben. Nein, nein. Dieses Mal werden wir auch auf jeden Fall ein paar Bambusdinger mitnehmen. Die will ich mich auf jeden Fall auf meiner Insel haben. Und die sind jetzt halt schon voll ausgewachsen. Und dann lassen die nämlich noch mehr Bambussprossen fallen. Und das ist sehr gut, Leute. Von dem her eigentlich gut, dass ich die nicht alle gefällt habe. Eigentlich sehr gut, dass meine Axt da kaputt gegangen ist. So, alles klar. Dann war das doch eine sehr erfolgreiche Inselbesuchung hier. Wir haben alles mitgenommen, alles ausgenutzt und eine neue Bewohnerin. Ist doch ganz nett. Das war eine sehr gute Insel. Udo, in der Zukunft bitte mehr solcher Inseln. Das wäre richtig Knorke. Dann lass doch mal gucken, was wir jetzt ja für tolle Sachen herstellen können mit diesen ganzen neuen Bambus. Zum Beispiel den Bambusstab, Leute. Dafür brauchen wir nämlich 6 Frühlingsbambus, die wirklich gar nicht mal so unselten sind. Und 3 Sternsplitter. Da erwarte ich mir auf jeden Fall Großes vom Bambusstab. Habe ich vorhin gesagt, dass der Sternstab das macht, was der Bambusstab macht? Ich glaube schon. Sorry dafür. Ich habe gar keine Ahnung, was der Sternstab macht. Und dann können wir noch ganz viele Häschen-Tag-Sachen machen. Hier so ein Hocker. Ja, ja. Und so ein Schrank. Ich stelle das einfach mal alles kurz her und dann zeige ich euch gleich meine Ausbeute. Okay, ich habe doch nicht so viel hergestellt, wie es scheint. Aber guck, das ist meine Ausbeute. Erkennt ihr, wo ich bin, Leute? Ich würde es nämlich nicht sehen. Aber vielleicht seht ihr es ja, wenn ich diese Krone aufsetze. Die sieht ja richtig doof aus, Mann. Nee, das sieht mir dann doch ein bisschen zu lächerlich aus. Ich bleib bei meiner Holzeierschale. Ja, das hat mehr Style. Dann packe ich die Krone hier. Hier einfach hin. Ja, die Krone ist ja hässlich. Irgendwie, die gefällt mir nicht so gut. Und die Girlande kann ich leider hier nicht hinpacken, weil... Ja, die muss man halt irgendwo aufhängen. Also eher fürs Haus hier alles, ne? Eigentlich könnte ich meinen kleinen Raum dafür einrichten. Ah. Aber habe ich jetzt keine Lust zu. Aber wir haben ja hier noch diesen Bambusstab bekommen. Wollen wir aber mal gucken, was der Tolles macht. Man hat einfach so einen doofen Stab in der Hand. Okay, ich nutze ihn. Leute, passt auf. Ich habe keine Outfits gespeichert. Oh no. Oh, Moment, eine Sache habe ich noch. Ich habe ja noch diesen komischen Zaun. Es ist eine Sternschnuppennacht. Hoffentlich kommt da dann so ein großer Sternklumpen hin. Das ist ja richtig Knorke. Dann könnte ich auch den anderen Zauberstab machen. Hat die Nacht etwa mitbekommen, dass ich einen Bambusstab habe? Oh, so viele Sternschnuppen. Hat die Nacht das mitbekommen, dass ich den benutzt habe? Und möchte jetzt, dass ich lieber deren Stab benutze? Oh, das war eine große Sternschnuppe. Das ist bestimmt ein riesiger Sternklumpen. So, das ist jetzt unser Osterschatz. Und wir sind der Bewacher davon. Das wird niemand mitbekommen, dass wir hier sind. Er wird sich bewegen. Und dann kommt irgendjemand. Und dann erschrecken wir ihn. Okay.
Ach, witzig. Das gefällt mir. Das sieht alles gar nicht so doof aus, muss ich sagen. Also rein in diesen DIY-Projekten sehen die doof aus, aber wenn sie hier erstmal liegen, finde ich die gar nicht so kacke. Und der Jay meinte gerade, am Kleiderschrank kann man für den Verwandlungsstab Outfits festlegen. Und dann können wir das jederzeit ändern. Ah, da kann man sogar reintun, was man will. Ultra gut. So, zwei Outfits gespeichert. Und das Beste ist, Leute, die Kleidungsstücke, die er dafür benutzt, die sind einfach im Zauberstab gespeichert oder so. Also ich habe die jetzt weder in der Tasche noch im Lager. Also so spart man da sogar richtig viel Platz einfach. Gut, jetzt kann ich einfach meinen Zauberstab nehmen und den umherfunkeln. Und dann kannst du sagen, ja, ich hätte gerne mein Business-Outfit. Business! Und dann hat man das an. Mega gut, oder? Nein, ich möchte lieber Dizzy in Eggshell sein. Und dann hat man das an. Das ist ja richtig gut. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und der Jay hat mir gerade noch einen Mama-Bär geschickt. Der kommt erstmal da auf die linke Seite hin. Warum nicht? Das sind hier meine ganzen Bärchen. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Bambus gepflanzt. Da ein. Die brauchen ganz schön viel Platz, muss ich sagen. Also mehr als die Bäume. Und da auch ein. Vor allem bei diesen Onsen finde ich das ganz cool, wenn der obere jetzt auch noch irgendwie fertig wird. Ist man da so ein bisschen... Dann sieht eigentlich sofort jeder, wenn man da nackig drinne sitzt. Sagen wir es so. Ja, und ansonsten haben wir jetzt so viel Geld. Ja, Nadine? In meiner imaginären Wundertüte habe ich dieses Mal eine ganz spezielle Emotion für dich. Eigentlich verwendet man die, wenn man etwas absolut verbockt hat, um sich zu entschuldigen. Aber man kann die auch super zum Headbang einsetzen. Na, habe ich dich überzeugt? Was? Habe ich mir eine Emotion bekommen? Ich habe es nicht verstanden. Was ist das für eine? Entschuldigung. Ach, das war Entschuldigen, was der Chris da letztens gemacht hat. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre ein Verbeugen. Also so ein Hallo-Verbeugen. Aber anscheinend nicht. Naja, wir haben auf jeden Fall so viel Geld. Ich glaube, ich bezahle nochmal meine Miete ab. Oh, hier, Kredit nur 348.000. Wir haben 800.000. La easy abbezahlt, sag ich mal. Wir können uns sogar noch zwei weitere Brücken leisten. Hurra. So, Nook, dann sag doch mal. So ein Ober- oder Unterzimmer wäre ganz cool. Einen Raum hinzufügen. Das würde ein Kredit von 548.000 Sternis fordern. Es ist so teuer. Aber ja, klar, macht. Wunderbar. Warte, meint er jetzt mit Raum so links und rechts einen weiteren Raum? Ich hätte nämlich lieber oben und unten einen weiteren Raum. Und morgen ist unser Haus wieder ein bisschen größer. Jeden Tag ein bisschen weiter. Das gefällt mir. Und mit diesen Abbezahlen ist auch schon wieder spät. Mein Laden ist schon zu und alles. Deswegen kann ich gar nichts machen. Ich will noch kurz die Nook-Meilen abholen. Haben wir denn da schon wieder Schönes gemacht? Wahre Freunde. Nook Inc. freut sich über jede zarte Freundschaft, die zwischen den Bewohnern seiner Insel blüht. Gute Beziehungen untereinander sind die Grundlage für eine starke wirtschaftliche Entwicklung. Hä? Wofür habe ich das bekommen? Mag mich irgendeiner meiner Bewohner so gerne, dass wir jetzt Best Friends sind? Da kann ich mir ja nur den Guido drunter vorstellen. Guido! Guido, ich muss dich was fragen. Der Guido ist zu Hause. Guido? Sind wir... Oh, er schläft. Sind wir Best Friends? Guido, sag doch mal, sind wir Best Friends? Das ist ja süß. Okay, ganz leise. Beste Freunde für immer! Da schicke ich ihn als Postkarte und dann ist alles cool. Und noch ein Hihihi, ich bin bei dir eingebrochen. Bild. So. Kriegt ihr beide morgen per Post. Alles klar, dann würde ich aber sagen, was war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.